Ich mag mich auf die Abschlussprüfung in BWR in Bayern vorbereiten. Das sollte dein Wahlspruch sein und ich sage dir auch gleich schon, was ich mit diesem für dich vielleicht Schmarrn von dir will. Und zwar in der 2017 Abschlussprüfung BWR in Bayern gab es das Unternehmen Michael Anger Gartenliegen. Und der Rechtsformzusatz lautete wie fast immer oder immer immer. E.K. Du weißt natürlich, dass das für ein getragener Kaufmann, in dem Fall, weil es ein Michael ist, oder eine getragene Kauffrau steht. Wir legen direkt los, weil ich nicht möchte, dass die Videos wieder so lange wie in der ersten Reihe zu den 2018er Abschlussprüfungsaufgaben werden. Und ich werde auch mich echt extrem kurz fassen. Ich bemühe mich zumindest, weil ja sich auch einiges wiederholen wird, da wir bei der Einstiegsaufgabe immer wieder dieselbe Situation haben, mit der wir konfrontiert sind. Wir starten direkt durch. Natürlich gibt es eine Aufgabe 1.1. 2017 war das so, dass wir sofort Aussagen hatten und einen Beleg. Den Beleg hast du da ja vor dir und auf den werde ich auch hin und wieder eingehen. Die erste Aussage, da gab es A. Der Fachbegriff für die Lieferbedingungen lautet Lieferung ab Werk. Um das mit falsch oder mit richtig beurteilen zu können, musste man damals in die Rechnung schauen. Und zwar gab es da eine Eingangsrechnung in dem Fall, weil Michael Anger als Adressat drin stand und nicht im Briefkopf. Und zu erkennen daran, ob Verpackung und Versand berechnet wurden oder nicht, kann man dann sagen, ob es Lieferung ab Werk oder Freihaus ist. In dem Fall steht mitten in der Rechnung Verpackung und Versand und dann rechts bei Gesamtpreis 0,00. Daher ist die Lieferbedingung eben nicht Lieferung ab Werk, sondern Freihaus. Also die Aussage, dass das der Fachbegriff Lieferung ab Werk wäre, ist falsch. Aussage B. MAG, also MAG, wird ein Lieferantenkredit angeboten. Das kann man daran erkennen, dass ein Zahlungsziel gewährt wird und man also nicht sofort bezahlen musste. Und zwar der Michael Anger hat damals am 27., nein, am 17.01.2016 die Rechnung bekommen und durfte dann bis 27.01. mit Skontoabzug zahlen und noch bis 16.02. sogar 2016 hat er überhaupt das Zahlungsziel gehabt. Heißt also, er hat bis 16.02. hat er eigentlich einen Lieferantenkredit bekommen, weil eben der Lieferant so lange auf das Geld verzichtet hat. Bedeutet, dass die Aussage B, Marc wird ein Lieferantenkredit angeboten, richtig ist. Das ist immer richtig, wenn ein Zahlungsziel vorhanden ist. Der Lieferantenkredit ist dann so lang wie das Zahlungsziel. C. In der Abteilung A des Handelsregisters stehen Kapitalgesellschaften. Du solltest mittlerweile wissen, dass wir in der Realschule die beiden Abteilungen A und B im Handelsregister unterscheiden. In Abteilung A haben wir vor allem die Einzelunternehmen und Personengesellschaften. Die Kapitalgesellschaften allerdings stehen in Abteilung B. Deswegen ist diese Aussage, dass diese Kapitalgesellschaften in Abteilung A stünden, falsch. Die vorletzte Aussage. D. Bei Zahlung bis 16.02.2016 ist nur der Nettobetrag fällig. Hier musste man damals gut aufpassen, denn das Zahlungsziel war zwar der 16.02.2016, allerdings nicht der Nettobetrag ist zu bezahlen, sondern wir bezahlen immer brutto. Sonst würden wir ja den deutschen Staat um seine Umsatzsteuer bringen. Oder wenn wir einem Kunden eine Rechnung schicken und der bezahlt einfach nur den Rechnung, Nettobetrag, würde er den Staat um die Umsatzsteuer bringen. Darum ist die Aussage D falsch. Ich wiederhole sie noch einmal. Du hast sie aber ja auch vor dir. Bei Zahlung bis 16.02.2016 ist nur der Nettobetrag fällig. Nein, immer Bruttobeträge bitte bezahlen. Es gab auch noch eine Aussage E, die da lautete UST-IDNR. Bedeutet Umsatzsteueridentifikationsnummer. Ja, richtig, genau das ist es, was das bedeutet. Darauf gehe ich auch nicht weiter ein. Das hat euch hoffentlich euer Lehrer mal gesagt, dass das eben so ist, dass diese Abkürzung für diesen Begriff steht. 1.2.
Bilden Sie den Buchungssatz zu links abgebildetem Beleg. Also diese Eingangsrechnung ist also auch zu verbuchen. Man schaue sich an, handelt es sich um Handelswaren oder um Rohstoffe oder um Hilfsstoffe, was auch immer. In dem Fall waren es tatsächlich erstgenanntes Handelswaren. Das ist dann das Konto 6080 Aufwendungen für Handelswaren, AWHW. Aufwendungen bitte im Soll verbuchen, wenn sie zunehmen, weil Aufwendungen nun mal im Soll, ja, zunehmen. Das ist einfach so geregelt. Ihr verbucht bitte den Nettobetrag von 5.850 Euro auf diesem Konto. Auf Aufwandskonten bitte netto buchen. Wie vorhin schon erwähnt, die Vorsteuer in dem Fall, weil wir was einkaufen, bitte nicht vergessen. Die Vorsteuer ist ausgewiesen mit 1.111,50 Euro. Damit haben wir die Sollseite des Buchungssatzes komplett. Und weiter geht's im Haben. Mit einem Verbindlichkeitskonto, denn wir bezahlen ja, wie vorhin schon gesagt, die Rechnung nicht sofort. Deswegen gehen wir Verbindlichkeiten ein. Verbindlichkeiten ist ein passives Bestandskonto, das im Haben logischerweise zunimmt. Und wie unsere Verbindlichkeiten steigen in dem Fall um 6.961,50 Euro. Ihr musstet hier, wie gesagt, nichts rechnen. Man kann all diese drei Beträge nachschauen. Stehen alle in der Rechnung ausgewiesen. Dennoch drei ersparte Fehlerchen. Direkt weiter mit der 1.3. Jetzt geht's, wenn ich mich nicht täusche, ans Eingemachte, weil höchstwahrscheinlich eine Skontobuchung kommt. Die 1.3 lautet: MAG nutzt Online-Banking. Bilden Sie den Buchungssatz für folgenden Beleg. In diesem Beleg, der da damals aufgezeigt war, hieß es einfach nur, dass man einen gewissen Betrag überwiesen hat, und zwar 6.822,27 Euro. Und es stand als Verwendungszweck dabei, dass das der Ausgleich einer Rechnung sei, abzüglich 2% Skonto. Und wie ich vorhin schon geahnt hatte, hier kommt eine Skontoüberweisung. Wenn ihr bei dieser Aufgabe in der Abschlussprüfung seid, und das ist wirklich zu 99,99% so, braucht ihr dieses Schema wieder. Rechnungsbetrag. Den wissen wir ja aus dem Verbindlichkeitskonto mit 6.961,50 Euro. Von dem wird der Bruttoskonto abgezogen. Ich mache einfach mal das Schema hin. Wie es zu berechnen ist, werde ich noch ganz kurz erklären. Rechnungsbetrag minus Skonto brutto ergibt den Überweisungsbetrag. Hey. Und auch den kann ich aus dem Beleg, der den Abschlussprüflingen damals vorlag, entnehmen. Und zwar habe ich den vorhin auch kurz genannt. Der lautete 822,27 Euro. Da ich die beiden Werte hier habe, kann ich einfach die Differenz aus beiden bilden, und da komme ich dann auf 139,23 Euro. Sollte das mal nicht der Fall sein, dass beide Beträge hier, also sowohl dieser hier als auch der hier, gegeben sind, dann kann ich auch einfach den Rechnungsbetrag brutto hernehmen und davon den Skonto in Prozent berechnen. Hier haben wir 2% Skonto, heißt also, wenn ich diesen Wert hier 6.961,50 Euro im Taschenrechner mal 0,02 rechne, auch dann komme ich auf den Wert 139,23 Euro, weil 0,02 nämlich genau 2% sind. Prozent heißt ja nur durch 100. Wir können auch schon fast folgenden Buchungssatz bestücken. Ich schreibe den Buchungssatz mal hin. Unsere Verbindlichkeiten 4400, die wollen wir ja abbauen, dadurch, dass wir bezahlen. Heißt also, da hauen wir den Rechnungsbetrag wieder rein. 6.961,50 Euro. Das ist auch schon alles im Soll. Im Haben geht es aber ans Eingemachte. Der Skontobuchungssatz hat ja immer insgesamt vier Konten. In dem Fall, wir haben gesagt, wir überweisen etwas, also Bankkonto ins Haben. Das Bankkonto ist nämlich ein aktives Bestandskonto und nimmt im Haben ab, hat die Abkürzung BK.
Und ja, Überweisungsbetrag ist logischerweise das, was wir hier brauchen. 6.822,27 €. Weiter geht's auf der Habenseite mit einem Nachlasskonto. Das ist beim Einkauf immer so, dass wir einfach ein Nachlasskonto hernehmen für den reduzierten Nettobetrag. Reduziert ist in dem Fall sind Handelswaren, also 6082, müsst ihr bitte im Kontenplan nachschauen, wenn ihr es nicht auswendig wisst. Ich weiß es jedenfalls nicht auswendig. NHW nennt sich das Konto. Und davon weiß ich momentan den Betrag noch nicht, denn hier ist nur der Bruttoskonto. Zuletzt brauchen wir noch das Vorsteuerkonto, denn oben ist momentan zu viel Vorsteuer eingebucht. Da wollen wir also ein bisschen was ausbuchen und Vorsteuer ist ein aktives Bestandskonto, also buchen wir es im Haben aus. Den Betrag kennen wir aber allerdings auch noch nicht, denn die beiden hier zusammen, die beiden bilden den Bruttoskonto hier. Die 139,23 sind die beiden zusammen. Wie ihr letztes Mal auch schon erfahren habt, kann man, wenn man das möchte, das so ein kleines bisschen bildhaft darstellen, indem man einfach diesen Bruttobetrag in zwei Teile teilt, in einen Nettoskonto und in einen Vorsteueranteil. Der Nettoskonto ist folgendermaßen zu berechnen. Ich nehme einfach die 139,23 her und teile sie durch 1,19 und bekomme dann 117 € glatt. Heißt also der Bruttoskonto geteilt durch 1,19, weil die Vorsteuer in dem Fall 19% ist. Wenn ich vom Brutto zum Netto möchte, geht es eben so, dass ich den Brutto geteilt durch 1,19 rechne. Wenn die Vorsteuer 19% ist, dann habe ich den Nettoskonto. Ja, und der Rest ist dann logischerweise, könnte man schreiben, 139,23 minus 117,00. Der Rest sind dann 22,23 €. Jetzt haben wir hier einen Nettoskonto und einen Vorsteueranteil. Könnte ich noch dazu schreiben. Gesagt, getan. Ich werde wieder ein kleines bisschen größer für euch, damit ihr es gut lesen könnt. Den Nettoskonto bitte beim Nachlass reinschreiben. 117,00 €. Und die Vorsteuer lautet auf 22,23 €. Ich entschuldige mich wie immer dafür, dass es nicht ganz untereinander steht. Habe ich einfach wieder nicht ganz mitgedacht. Auf diese komplette 1,3 gibt es sechs Fehler. Zum einen aufgrund der Berechnungen, die hier getätigt werden müssen, um diese beiden Beträge herauszufinden. Und zum anderen auf diese vier Konten. Summa summarum sechs Fehlerchen. Ich springe direkt weiter zur 141. Heißt also, die 1,4 ist zweigeteilt in dem Fall. Und sage euch kurz, was da angegeben war. Das Unternehmen MAG kalkuliert den Listenverkaufspreis der Polsterauflage geschmeidig mit einem, also die heißt tatsächlich geschmeidig, sie kalkulieren nicht geschmeidig, sondern die Polsterauflage heißt geschmeidig, mit einem Kalkulationsaufschlagssatz von 60%. Diese 1.4.1 lautet dann: Berechnen Sie den Listenverkaufspreis für eine Polsterauflage, wenn der Einstandspreis 22,05 € beträgt. Ich hoffe, ihr lasst euch von so einer langen Aufgabe für eigentlich recht wenig Rechenaufwand nicht verwirren, denn es ist tatsächlich nur Folgendes zu tun. Man hat ja diesen Einstandspreis von 22,05 €. Das schreiben wir uns auch auf. Der ist unsere Berechnungsgrundlage, also für uns Grundwert 100%. Außerdem wissen wir aus der Aufgabenstellung, dass ein Aufschlag existiert, und zwar ein Kalkulationsaufschlag, und zwar von 60% heißt es in der Aufgabe. Das kann man dann so hinschreiben. Und im Endeffekt ist es einfach nur ein Dreisatz locker flockig im Taschenrechner berechenbar. Und wenn ihr 22,05 € mal 1,6 rechnet, dann würde ja, ich kann es euch gerne hinschreiben,
160% ist ja dann der Listenverkaufspreis in dem Fall. Der Listenverkaufspreis ist ja einfach nur Einstandspreis plus Kalkulationsaufschlag. Würde bedeuten, ich könnte 22,05 mal 1,6 rechnen. Denn 1,6 ist das gleiche wie 160%. Wenn ich das tue, bekomme ich laut Adam Ries 35,28 Euro raus. Und hier heißt es allerdings, ja, hier heißt es tatsächlich, den Listenverkaufspreis berechnen. Also könnte ich sogar das hier auslassen, aber der Vollständigkeit halber mache ich das dennoch und schreibe die Differenz auf von 13,23 Euro. Ihr solltet das übrigens auch machen. Gibt aber tatsächlich nur einen Fehler auf dieses Konstrukt hier. Jo. Wenn ihr bei so einer Teilaufgabe wie der hier mal echt keine Ahnung habt momentan, bitte lasst es einfach aus. Geht es zur nächsten Aufgabe weiter, denn auf diesen einen Fehler, puh, kann man eventuell verzichten oder beziehungsweise den kann man einfach mitnehmen und dafür aber Zeit für andere Dinge haben. Apropos Zeit für andere Dinge, Zeit für die 142. Die Marketingabteilung beschließt, die Polsterauflage im Werksverkauf für den Endverbraucher zu 39,99 € brutto anzubieten. Heißt also, nicht diese 35,28 € werden dann der letztendliche Verkaufspreis, sondern man entschließt sich dann ein bisschen was noch draufzupacken und diese Auflage für 39,99 € anzubieten. Jetzt heißt es hier, nennen Sie den Fachbegriff für diese Art von Preis. Kurzer Antwortsatz am besten. Man spricht hier von, ich nenne sie gerne psychologische Preise, von psychologischen Preisen. Oder auch ein Fachbegriff ist Schwellenpreis oder Schwellen. Man spricht hier von psychologischen Preisen oder Schwellenpreisen. Was ich auch schon mal gehört habe, ist Eckpreis, aber das halte ich für nicht allzu häufig verwendet. Und am häufigsten meiner Meinung nach verwendet sind die psychologischen Preise oder Schwellenpreise. Die Bedeutung dahinter ganz kurz, wenn ihr ganz knapp unter einer runden Zahl seid, wie zum Beispiel 40 Euro. Mit 39,99 sind wir ja ganz knapp unter 40 Euro. Dann wird einem vorgegaukelt, dass das Ganze viel günstiger ist als 40 Euro, weil halt eben die 4 sozusagen nicht davor steht, sondern noch die 3. Und dadurch spricht man von Preisen wie 39, 99 oder auch 39, 95 sieht man auch oft, also 95 statt 99. Das sind beides psychologische Preise oder Schwellenpreise, weil eben die nächste runde hohe Zahl oder nächsthöhere runde Zahl nicht erreicht ist und dem Gehirn vorgespielt wird, dass das Ganze viel, viel günstiger als in dem Fall 40 Euro wäre. Was aber ja Quatsch ist, denn hier sind wir 1 Cent entfernt, hier 5 Cent. Ich hoffe, dass euch diese Erklärungen einfach weitergeholfen haben in dem Fall. Wenn ihr irgendwas habt, wie immer einfach in die Kommentare unten. Ansonsten, ja, wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Wir sehen uns, beziehungsweise hören uns eher. Macht's es gut.